mein Name ist Daniel von dashcam-test.org. Ich habe heute vor mir die iTracker DC300S. Und zwar ist es ein neues Modell der iTracker-Familie. Ich drehe mal Verpackung um. Sie besitzt einen 2-Megapixel Sony-Bildsensor mit HDR-Technologie. Das heißt, dass dunkle Stellen und helle Stellen versucht werden, gleichmäßig zu setzen, damit das Bild gleichmäßig dann halt ausgeleuchtet ist. Ein 156 Grad Weitwinkelobjektiv. Somit habt ihr die Möglichkeit, dass ihr unheimlich viel auf die Dashcam halt aufnehmen könnt, also von der Breite her. Also ihr seht alles, was vor eurer Motorraumhaube ist. Die Videoauflösung ist Full HD, 1920x1080 bei 30 Bildern pro Sekunde. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, die Dashcam runterzuschalten auf 720p, das heißt 1280x720 bei 30 Frames pro Sekunde. MicroSD-Karten werden unterstützt bis 32 GB, also nicht zu viel bestellen, also keine 64 oder 128 GB. Ja, Kompressionsverfahren ist H264. Ansonsten hat die Dashcam halt alles, was man sich so bei einer Dashcam vorstellen kann. Wir haben den Bewegungssensor drin, den G-Sensor. Wir haben sogar einen 4x digitalen Zoom. Da wäre jetzt mal interessant zu wissen im Vorhinein, ob man das Video reinzoomen kann oder nachher beim Abspielen. Wir haben einen GPS-Datenlogger, das heißt, dass ihr später dann am Computer verfolgen könnt, wie schnell ihr ungefähr gewesen seid und wo ihr lang gefahren seid. Eine GPS-Antenne mit SIRF Star-3-Chip. Gut, sind jetzt Modellnummern. Abnehmbare GPS-Halterung um 360 Grad schwenkbar. Das heißt wahrscheinlich, dass die Halterung halt an der Windschutzscheibe sitzt und dass ihr dann halt die Dashcam halt abnehmen könnt. Geschwindigkeitsangaben, Datum und Zeit als Stempel im Video einblendbar. Kfz-Kennzeichen oder eigenen Text als Stempel im Video einblendbar. Protokollierung der exakten Geschwindigkeit und Gefahrenroute, genau das ist es mit dem GPS. Automatisch Beginn der Aufzeichnung beim Motorstart, das heißt, wenn ihr die Dashcam halt an den Zigarettenanzünder geschlossen habt und das Auto anmacht, dann wird dieser Zigarettenanzünder bei neueren Autos erst dann mit Strom versorgt und die Dashcam bekommt Strom und nimmt dann sofort auf. Also das kann aber je nach von Auto zu Auto variieren. So, dann habt ihr noch die Endlosschlaufe, 1, 2, 5 oder unbegrenzt, ein 2,7 TFT-Display, Aufnahmelampe und die Powerlampe sind im Gehäuse, HDMI, ein Lautsprecher, Mikrofon, deutsche Menüführung, Auswerksoftware für Windows, Akku und Tarnkappenoptik, gummibeschichtetes Gehäuse. Also das finde ich ganz gut bei der Dashcam, weil so könnt ihr von vorne nicht durch die Windschutzscheibe sehen, dass da jemand eine Dashcam hat. So, ich drehe nochmal die Verpackung um. Hier ist von oben, von der Seite. So, fühlt sich auch ganz interessant an. So, das Neue, womit sie werben, ist natürlich der Sony-Bildsensor. Diesen werdet ihr dann mal live in Action sehen in unserem Video, Tag und Nacht. Ich werde jetzt mal aufmachen. So. Mal gucken. So, hier haben wir schon mal die Bedienungsanleitung. So sieht die Dashcam aus. So, Bedienungsanleitung ist in Deutsch. Wichtige Hinweise. Die Tastenbelegung, wo ihr die Dashcam am besten montiert. So, hier nochmal alle Symbole beschrieben auf dem Display. Ersten Schritte. Ja, so. Also viel Information. Nehmen wir sie mal hier raus. Schön verpackt. Ja, die ist wirklich sehr, sehr klein. So, und so sieht sie aus. Hier haben wir einen sehr großes Bildschirm. Einen sehr großen Bildschirm. Machen wir die Folie ab.
geht ungefähr von hier bis hier. Ich könnte das auch sehen, ja. So, wir haben unten das Mikrofon, HDMI, USB. An der Seite haben wir die Speicherkarte. Hier oben haben wir die ganzen Knöpfe. Sind wirklich auch, also man muss sagen, die Kamera sieht wirklich sehr, sehr toll aus und sie hat auch einen leichten Gummigrip. Was haben wir hier für Knöpfe? Ich denke mal den Recording-Knopf, Menü-Knopf, an, aus und, ja, weiß ich nicht, Ablage, keine Ahnung, hoch und runter. Und von oben, also es soll auch die Möglichkeit geben, hier Filter aufzumachen, zum Beispiel einen Pollfilter, die dazu, dass zum Beispiel halt Spiegelung von der Windschutzscheibe oder von der Motorraumhaube entfernt werden. Ja, das ist die Dashcam. Ich lege die erstmal beiseite. Was haben wir noch dann dabei? So. Wir haben die GPS-Halterung. Die Dashcam wird oben so raufgeschoben. Probieren wir mal. So. Und es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit, also wenn ihr LKW-Fahrer seid, wird es keine Möglichkeit geben, die Dashcam anzubringen, weil das Objektiv leider ein wenig zu weit raushängt. Außer ihr macht es so und dann guckt die Dashcam ein bisschen runter. Das würde ja wahrscheinlich auch funktionieren. Aber man kann sie relativ gerade machen. So, hier kann man dann den Saugnapf sozusagen zum Saugen bringen. Was haben wir noch dabei? Haben ein USB-Kabel dabei. Ganz normales zum Anschließen am Computer. Und das Stromkabel. Ja, sehr stylisch. Und ich habe bei diesem Stromkabel noch die Möglichkeit, dass wenn ihr den in den Zigarettenanzünder reinsteckt, dass ihr sozusagen noch ein weiteres Gerät dann ranstecken könnt, zum Beispiel euer Handy oder sowas, dass ihr das weiter laden könnt. Ja, wie viele Meter das sind, weiß ich nicht. Ich denke mal 3 oder 5. Das schreibe ich dann später auf jeden Fall in den Testbericht. Wir haben hier noch verschiedene Halterungen für das Kabel. Das finde ich immer sehr toll bei iTracker. Ihr habt wirklich viele Sachen dabei. Also kleine M3 Klebepads, wenn es M3 ist überhaupt. Und halt Kabelhalter. Die Software ist auch noch dabei auf der CD. Der Player für Windows, der die Videodateien auswerten kann und die GPS-Dateien. Und wir haben noch einen kleinen USB zu MicroSD Adapter. Den könnt ihr euch relativ gut sogar an den Schlüsselbund hängen. SD-Karte rein, hinten an den Computer ran und schon alles auslesen. Und natürlich eine flauschige Samthülle für eure Dashcam. So, legen wir mal alles weg. Kommen wir mal zur Dashcam. So, hier ist die Dashcam. Ich habe sie nochmal an den Strom angeschlossen direkt. Wir haben hier die Aufnahmezeit, das Datum, was natürlich nicht richtig ist. Ich denke mal die Uhrzeit, oben den Videomodus und dann welches Loop Recording das ist, dass eine SD-Karte eingelegt ist, dass das Mikrofon an ist, dass die Dashcam unter Strom steht. Und hier ist die elektronische Blende, das heißt, dass ihr das Bild ein bisschen heller machen könnt und dunkler machen könnt. Mal gucken, was die Tasten so machen. Also ich habe die Dashcam auch noch nicht mehr die Betriebsanleitung durchgelesen, sondern ich mache das jetzt einfach so. Wir gucken mal hier in das Menü rein. Ach, da kann man den Modus umstellen. Wir können jetzt ein Foto zum Beispiel machen. Das hier ist zum Beispiel das Video, was schon aufgenommen ist. Und hier sind wir wieder beim Videomodus. Ah, hier haben wir die Einstellung. Wir können die Auflösung ändern. Die Endlosschleife. Ich gehe nochmal rein. Ach, okay. Okay, hier sind die Auflösung, welche Auflösung man nehmen kann. Man kann sogar 480p benutzen.
die Endlosschleife, ob 1, 2, 5 oder aus. Das heißt, die Videos werden immer in Blöcken aufgeteilt, die 5 Minuten sind. Dann werden sie sozusagen abgeschlossen auf der SD-Karte und ein neuer Block wird gemacht. Also hier empfiehlt sich das eigentlich immer so 2 Minuten. Denn das HDR können wir an- und ausschalten. Den Bewegungssensor anschalten. Autostart. Die Dashcam zum Beispiel angeht sofort. Den Stopptimer. Das heißt, wenn ihr die Dashcam halt vom Strom trennt, beziehungsweise das Auto ausmacht, dass die Dashcam dann noch 30 Sekunden weiterläuft und dann erst sich ausschaltet. Wir haben einen Starttimer. Ich gehe mal davon auch aus, dass wenn ihr den Motor anmacht, dass es dann halt 10 Sekunden braucht und dass die Dashcam dann halt aufnimmt. Wir können sagen, dass die Audioaufnahme an oder aus sein soll. Und wie hoch der G-Sensor ist. Der G-Sensor ist dafür da, dass wenn ihr zum Beispiel sehr stark auf die Bremse tritt, dass die Dashcam das Video, was momentan aufgenommen wird, als Gefahrenvideo markiert und dann extra ablegt auf die SD-Karte, sodass es nicht vom Loop Recording überschrieben wird. Könnt ihr zum Beispiel sagen, gering. Das heißt, wenn ihr geringe Bremsung macht oder wenn die Bremsung halt nicht so stark ist, dass er dann schon sagen soll, dass das halt eine Gefahrenbremsung ist. Ich lasse es mal beim Mittel. So, was haben wir noch? Wie kommen wir auf die andere Seite? Hier vielleicht. Ja, so, hier können wir dann das Datum und Uhrzeit einstellen. Noch 2050. So. Können das Kfz-Kennzeichen setzen. Ja, mit ganz normalen. So, das ist dann der Videostempel. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, dass ihr das Datum, Zeit, Logo, Kennzeichen und Geschwindigkeit jeweils anzeigen wollt. Wenn nicht, könnt ihr das rausnehmen. Die Videoqualität könnt ihr hier auch setzen. Das heißt hoch, gering, mittel. Die automatische Abschaltung. Also ich gehe mal davon aus, wenn die Dashcam halt unbenutzt ist, dass sie nach 3 Minuten ausgeht zum Beispiel. Die LCD-Abschaltung, das finde ich auch relativ wichtig, wenn ihr zum Beispiel nachts fahrt oder so. Dann nervt euch die Dashcam relativ schnell, weil die relativ hell ist, das Display. Und das heißt, wenn ihr den Motor anmacht, eine Minute wird dann halt das Display abgeschaltet. Akustische Signale, halt das Piepen beim Tastendruck oder so. So, die Sprache könnt ihr auch setzen. Eigentlich alle gängigen dabei. So, ihr könnt die Dashcam auch formatieren, das GPS synchronisieren. Zeitzonen könnt ihr auch einstellen, die stehen wahrscheinlich im Handbuch oder wahrscheinlich ist es hier ganz normale Zeitzone. So, TV-Modus könnt ihr anmachen, Palo NTSC, die Frequenz einstellen, die Lautstärke vom Piepen und von den Lautsprechern, halt vom Video. Den Belichtungswert. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, dass das Video halt ein kleines bisschen heller sein soll. Da solltet ihr aber mit Vorsicht walten, weil das Problem ist halt, dass es relativ schnell die Qualität halt runtergeht, weil das halt elektronisch runtergerechnet wird. So, den Weißabgleich können wir setzen. Auto, sonnig, wolkig, künstlich, grell, am besten Auto. Die Dashcam kann auf die Werkseinstellung wieder gesetzt werden. Und halt die Firmware-Version kann auch angezeigt werden. Und ja, das war's dann auf jeden Fall erstmal mit den Einstellungen. Ich mache die Dashcam nochmal aus. Ach, aus war hier. Bye bye. So, dann zeige ich euch mal die Dashcam. Ich mache die Kamera ein bisschen heller. So, das ist die Dashcam von oben. Hier von vorne. Das von unten. Von der Seite. Von der anderen Seite. Unten. Und oben. Ja, auf jeden Fall eine spannende Dashcam. Ich bin mal gespannt. Also mir gefällt die Optik sehr von der Dashcam.
durch den neuen Sony-Sensor soll das Bild ja wirklich ein bisschen besser werden. Also noch besser als besser. Wir sind ja relativ überzeugt von den Eye-Tracker-Dashcams. Und ja, auf jeden Fall ein tolles Gerät. Wir sind mal gespannt. Auch gerade was hier vorne, was man mit dem Objektiv auch machen kann. Da kann man auch irgendwie einen anderen Pollfilter drauf machen oder einen anderen Filter, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich werde auf jeden Fall einen Testbericht schreiben zu Dashcam. Den werde ich hier verlinken. Und jetzt die nächste Woche Videos zur Tag- und Nachtfahrt. Wenn ich die schon hochgeladen habe, werden sie jetzt hier erscheinen. Ansonsten guckt die Tage oder die Woche dann mal nochmal rein auf unseren Channel dashcam-test.org. Ja, mein Name ist Daniel, war nett und wir freuen uns über die neue Dashcam Eye Tracker DC300S. Bis dann!